bis es hell wird. Und dann bin ich erst aus dem Brunnen rausgekommen. Wir sind immer noch. Nein, genau, wir haben es verkackt, gerade die goldene Maske zu bekommen. Und müssen jetzt irgendwas unternehmen, um sie zu bekommen. Ah ja, und vorher, es tut mir leid, was da in der letzten Folge mit dem Ton los war. Ich verstehe es auch nicht wirklich. Er hatte keinen Grund zu fehlen, aber naja. Ich hoffe, jetzt hört man etwas. Wir werden sehen. Na, da haben wir uns was vorgenommen. In Ordnung. Mir fällt auch gerade auf, jetzt bewegt mal die Schulter, EC, damit der richtig gesehen werden kann. Hier, dieses Teil, das sieht verdammt geil aus. Dieser, wie nennt man das eigentlich? Schulterumhang? Ja, was weiß ich. Schade, dass wir den nicht behalten können. Glaube ich jedenfalls, es wäre mega. Ist da hinten gerade einer ins Wasser gefallen? Habt ihr das auch gesehen? Ich glaube. Doch, schade drum. Okay, wir sind jetzt schon direkt am Gebiet. Jetzt fragt sich nur, wo er ist. Oh, ja, das ging schnell. Komme ich hier jetzt irgendwie diskret runter? Das ist eine sehr gute Frage. Zur Not springe ich. Ich springe ins Wasser. Hö! Was zum. Was war das denn? Geht's dir gut? Was? Was? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ich musste doch nur da. Oh, er bewegt sich. Gut zu wissen. Was kommt davon, wenn man so beschäftigt damit ist, irgendwo runterspringen zu wollen? So, mein Lieber, verabschiede dich von deiner kostbaren Maske. Nein, ich hab nichts gem. Ich bin weg. Ich bin so weg. Ich bin nie da gewesen. Verdammt, 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 verdammt. Nein. Oh, geil. Scheiße, der ist noch dabei. Ich hau mal ab. So viel zu Diskretion. Das lief ja wunderbar. Okay, dahin müssen wir zu diesem gelben Dingens. Ich bin nicht hier oben. Alter, wer sieht mich denn jetzt alles? Fancy. Wie der? Was? Wo kommt der her? Lass mich in Ruhe.
Moment, Moment, Moment. Was passiert, wenn der vor mir ankommt? Ich verstecke mich mal irgendwo. Geht das hier bei denen? Nein. Entdeck mich nicht, entdeck mich nicht, entdeck mich nicht. Der kommt auf mich zu. Nein, doch nicht. Okay, er will nicht zu seiner Fete. Auch schön, dann nehmen wir seinen Platz ein. Ach so, ich darf durch. Schön. Ganz kurz zu Theodora, auch wenn ich das jetzt damit unterbreche. Einmal noch schnell zum Durchlesen. Gut. Nichts leichter als das. Kann ich sie bestehlen? Nein, kann ich nicht. Okay, ich glaube, noch werden wir nicht gesucht. Das ändert sich wahrscheinlich aber schnell. Ah, jetzt willst du auf einmal rein. Na klar. Oh, ja, da haben wir es schon. Und ich kann jetzt auch keine nervigen Bardensänger. Wofür ist der Countdown? Gut, ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen, bis es rum ist. Nein! Alter, 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 scheiße, scheiße. Schnell! Beschützt mich! Puh. Das Problem an Kurtisanen ist, dass sobald man in die Nähe von Wachen kommt, dass sie sich dann auflösen. Also sich halt lieber mit den Wachen beschäftigen. Das ist zwar, kann gut sein, aber ja, man hat keine Deckung mehr. Und wir müssen noch 20 Sekunden aushalten. Kommt nicht zu mir. Dankeschön. Wieso? Nein! Das meine ich. Genau das. Da steht man unschuldig in der Menge rum und auf einmal sind sie weg. Deshalb bleibe ich jetzt auch bei irgendwelchen Grüppchen lieber. Die gehen zwar auch irgendwie aus der Deckung, wenn dieser Heinz da kommt. Aber sie sind immer noch besser als die Kurtisanen. So, beschützt mich wenigstens kurz. Ich gehe jetzt schon mal in die Nähe von der nächsten Menge. Ich könnte in den Heuhaufen. Nein, das tut ihr nicht. Okay, ich gehe hier einfach mal rein. Wer? Ich bin ein Heuhaufen. Kommt nicht auf die Idee. Da sei jemand drinnen. Was war das jetzt schon wieder für ein Sprachfehler? Jesus. Und jetzt habe ich schon wieder keine Deckung. Wo ist Theodora? Von wo redet die mit... Naja, egal. Hey, jetzt mal ernsthaft, wo ist die? Eine Stimme aus dem Jenseits.
Okay. Mache ich gerne. So, da ist er. Nein, euch will ich nicht. Jetzt nicht. Und jetzt hast du lange genug geredet. Adieu. Dir bleibt keine Wahl. Oh, hallo, Freunde. Ich sehe nichts, weil mir Blätter im Weg sind. Waren. Wisst ihr, eigentlich bin ich's leid, mich mit euch abzugeben. Wie gut, dass die Wachen von Venedig nicht schwimmen können. Versucht's doch. Wasserscheu. Oh. Schade für euch. Gut für mich. Oh, ja, natürlich laufe ich in die falsche Richtung. Ey, und wir haben noch einen Dogen getötet. Und sind mal wieder der meistgesuchte Mann Venedigs. Und täglich grüßt das Murmeltier, oder was? Das wäre echt zu bitter, wenn jetzt wieder der Ton vom Spiel fehlt. Ich war leider zu faul, es zu überprüfen. Wenn es jetzt immer noch keinen Ton hat, dann sollte ich das vielleicht mal irgendwie intensiver untersuchen. Aber bis dahin eine Feder. Und wozu bin ich jetzt hier hochgeklettert? Ich muss eher auf die andere Seite. Na, super. Komm, klau. Hat schon was, diese Maske? Irgendwie? Erinnert mich ein bisschen. Na, hat was von einem Löwen irgendwie. Oh, eine Kodexseite. Und ein Aussichtspunkt. Erst der Kodex, dann die Aussicht. Scheiß auf Diskretion. Wir sind eh schon so bekannt, wie es nur geht. Da bringt's auch nichts, wenn wir das irgendwie diskret machen. Insofern. Bam! Oh, naja. Lass mich ausreden! Ey! So sieht's aus. Klettern, ist das nicht offensichtlich? Ich find's so cool, dass es diese Türme wirklich gibt. Also so eins zu eins. Nur halt nicht so oft. Alles klar, da ist das Ding. Synchronisieren. Und damit verabschiede ich mich dann auch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.